Wir sind gerade irgendwo in Coromandel auf dem Weg zum Fletcher's Bay und die Straße geht jetzt die ganze Zeit diese wunderschöne Aussicht entlang und ja, allerdings sind es fast 3 Stunden Fahrt, glaube ich. Also irgendwie müssen wir durch. Funktioniert. Heute ist der 6.1. und heute ist der Coromandel Walkway dran und ja, den werden wir jetzt beschreiten. Kurze Pause am Poly Bay. Ich bin wieder drauf getreten auf das Ding und dann hängen geblieben. Wir haben jetzt etwas mehr als 2 Stunden geschafft und ja, ungefähr 1,5 Stunden liegen noch vor uns. Das Wetter ist mega gut und man hat eine super schöne Aussicht. Allerdings ist es sehr warm und ja, hier im Schatten zu laufen ist sehr angenehm gerade und eine tolle Abwechslung. Januar. Erstmal im Meer schwimmen. Sehr geile Abkühlung. Und Premiere für Jana. Erste Mal ins Meer. Ah, mein Handtuch. Erste Mal ins Meer Neuseeland. Okay, erste Mal ins Meer Neuseeland.
Ausflug zum Fletcher Bay bzw. Stony Bay und ja, dem diese beiden Orte verbindenden Coromandel Coastal Walkway. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung Süden. Wohin genau, wissen wir noch nicht. Und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ach ja, und Fletcher Bay bzw. die Gegend dort war definitiv einer der schönsten Orte in Neuseeland bis jetzt. Und man hat auch die typisch neuseeländischen grünen Hügel gesehen, was echt geil war. Und ich freue mich mega auf Hobbits.